sehen, wir haben überhaupt keine Chance. Ist mir egal. Hilfe hier raus. Und wie sollen wir durch die russischen Linien kommen? Mir ist wurscht, was passiert. Ich bleib hier keine Minute länger. Wir werden alle umkommen. Gerda, jetzt hörst du aber auf. Es wird schon nicht so schlimm wie. Wenn wir da bleiben, dann kriegen uns die Russen auf jeden Fall. Alles gut. So, jetzt mal los. Johannes! Kommst du nicht mit? Geht mal. Ich muss mich um die Generatoren kümmern. Wenn wir den Geist aufgeben, haben die oberen Lazarett keinen Strom und keine Luft. Grüß die Russen. Mach ich. Herhören! Morgen früh wird General Weidling die Stadt den Russen übergeben. Für euch Soldaten heißt das Kriegsgefangenschaft. Ich selbst habe den Auftrag, gut, das Testament des Führers dem neuen Reichspräsidenten, Großadmiral Dönitz, persönlich zu übergeben. Jeder, der sich mir anschließen will, kann dies jetzt tun. Bis morgen früh müssen wir unter den russischen Linien durch sein. Noch Fragen? Wir bilden 10 Gruppen. Die erste Gruppe übernehme ich, die Frauen kommen mit mir. Die Gruppen verlassen im Abstand von 20 bis 30 Minuten die Reichskanzlei. Viel Glück! Führer, wenn das Russen sind. Dann wären wir jetzt tot, Sie Idiot. Taschenlampe. Wir haben schon gedacht, nun ist es soweit. Nun ist der Ivan da. Habt ihr oben Russen gesehen? Nein. Und ihr? Nee. Hier unten waren sie noch nicht. Wir müssen weiter. Sturmmann Krüger hat mit seiner Gruppe die Moltke-Brücke verteidigt. Er hält dafür das Eiserne Kreuz zweiter Klasse. Sturmmann Wagner hat 2 MG-Nester ausgehoben und den Durchbruch in der Pöttkaner Straße verhindert. Er hält dafür das Eiserne Kreuz zweiter Klasse. Sturmmann Rauch hat wichtige Meldungen durch die feindliche Linie gebracht. Er hält dafür das Eiserne Kreuz zweiter Klasse. Wir müssen weiter. Es tut mir leid, ich kann nicht mehr. So kommt's doch. Kommt's! Weiter, weiter, kommt sie! Steh auf, Gerda, wir müssen weiter.
wollen Sie nicht mit uns kommen? Nein, wir gehen hier nicht mehr weg. Viel Glück. Halt! Wer da? Ein Deutscher. Herr Hebel? Hebel! Gott sei Dank, Sie leben. Wo sind denn die anderen? Ich weiß nicht. Junge, irgendwo, vielleicht. Die meisten aus meiner Gruppe sind sicher tot. Ich hätte niemals den Bunker verlassen dürfen. Ich hätte mich längst erschießen sollen. Aber ich konnte nicht. Jetzt essen Sie erstmal was. Zum Sterben ist immer noch Zeit. Sie bleiben bei den Frauen. Kommen Sie. Ich bin so müde. Ich kann nicht mehr. Irgendwie wird es schon weitergehen mit uns, Kerl. Jetzt sind wir schon so weit gekommen. Ich kann nicht mehr weiter. Sie hoch und schauen Sie, wo der Russe steht. Der Russe hat das ganze Gelände umstellt. Und was wird jetzt aus uns? Vielleicht kommen Sie durch den Ring durch. Sie könnten es versuchen. Ich meine, alles ist besser, als hier abzuwarten. Und Sie? Was machen Sie und Ihre Soldaten? Für uns ist ja Endstation. Ich gehe keinen Schritt mehr weiter. Überlegen Sie sich. Die Russen haben es nur auf uns abgesehen. Als Frauen haben Sie eine Chance. Versuchen Sie es. Viel Glück. Wenn Sie durch die Russen gehen, achten Sie darauf, dass Sie niemanden direkt in die Augen schauen. Denken Sie daran. Alles Gute. Die Russen! Komm, Gerda, lass uns gehen. Geh du. Ich kann nicht mehr. Bitte, Gerda. Ich muss es versuchen. Bitte sei mir nicht böse. Ich komm schon zurecht. Ну, пошел. Иди, иди, давай. Быстрее, быстрее.
Okay.